Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ihr habt, denke ich, ein bisschen was verpasst, deshalb nochmal ein kleines Map-Update, wo wir überhaupt sind. Und zwar, ihr seht schon, es sind diverse Bookmarks verschwunden. Und zwar, ich war schon irgendwie mal hier da hinne. Mal gucken, sind wir es besser? Ja, da ungefähr hatte mal ein paar Bookmarks, die habe ich alle geholt und die da auf dem Weg auch schon. Es waren unentdeckte O-Sterne dabei. Rote Riesen, ein paar weiße Zwerge, aber die hörte man alle gar schon von dem Typ. Allerdings okay, so die so oft vorkommen. Und jetzt sind wir halt auf dem Weg, um das hier abzufrühstücken. Das ist, Moment, nein, was haben wir dann hier? O-Stern haben wir hier. B-Stern, keine Ahnung, ob ich den markiert habe, auch B-Stern. Egal. Zwischen du. Auch B-Stern, aber was wir momentan hier haben, das ist ein schwarzes Loch. Das ist ganz in der Nähe. Und deshalb fliegen wir da einfach mal hin. Ich glaube allerdings, dass das schon entdeckt ist. Aus einem bestimmten Grund. Wenn er da auf die Systemnamen gucke, oder jetzt hier unten links das FGYG, das sind ja auch relativ tief massereiche Systeme, also so ein bisschen unter dem Triple AH. Und die sind eigentlich relativ oft entdeckt. Wobei die O-Sterne war es zum Beispiel nicht, wo ich dort zuletzt angeflogen bin. Oder heute mal die. Ach, die heute mal glaube ich sogar. Ja, hier sehen wir schon, das schwarze Loch ist auch schon entdeckt. Da kann man nichts machen. Wir gucken aber trotzdem mal, wer es geholt hat. Ist auch End, was ist noch? Caesar. 10 Sonnenmasse, nicht schlecht. Ja. Schade, kann man nichts machen. Versuch war es wert. So. Wie viel man da am taktisch am besten? Gab's erst. Ja, eigentlich mehr müsse dann dort noch da oben hin. Also würde ich sagen, da, oder soll man. Da, ne, der ist weiter hin. Ne, doch, zack, zack, zack. Das ist wahrscheinlich am besten. Genau, B-Stern. Plot mal die Route, 8 Sprünge. Oh, ne, Moment. Nein. Nein. Falsch. Sag mir, wollen wir die. Ups. Wir wollen die M-Sterne wollen wir ein bisschen außer Acht lassen. Deshalb wird die Route geändert. Oh, ein Neutronenstern. Da könnten wir doch aufladen, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir auch. Das heißt, wir scannen das erste System. Da gucken wir uns mal ganz kurz auf die Karte um. Ja, dass man noch irgendwas findet und du bist entdeckt. Was soll denn das für ein? Rotationsperiode 1,1 Sekunden. Okay. Tja, der ist schon entdeckt. Gibt es hier gar nicht. Naja, okay, gut, solange die anderen Systeme unentdeckt sind, ist mir das egal. Oh, Moment. Ist so nur das System entdeckt oder wie? Den Neutronenstern. Weil hier habe ich gar nichts gesehen bei deiner Planete. Jo, die sind uns. Okay. Ja, nicht euch, was ihr Geld. Vampyre. Ja, der hat hier nichts geholt. Na gut. So, Moment, da müssen wir jetzt erstmal. Genau. Deswegen bin mir gerade mal Kopier drüber gucke. Ob das gute Idee ist. Das sind auch nur B-Sterne. Was haben wir hier? Ein paar A-Sterne.
Moment, was warst du? Nee. E. Oh ja, guck mal hier. Guck mal hier. Oh, das ist aber sehr gut. Da können wir dann. Ja, da springen wir dann in diese Richtung. Alles klar. Ja, ab und zu muss man sich da ein bisschen hier umgucken. Mir hört ja schon ein paar rote Riese, aber ich habe noch nicht genug. Ich nehme noch gerne ein paar mit. Dann sollte man wieder an die 300 Lichtjahre weit kommen. Das ist okay. So, dann gucken wir mal. Und zwar genau hier hin. So. Yeah. 306, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ist ein bisschen wenig. Das kommt schon eher hin. 295. Nee. Komm, nimm mal das Ding da. Ist egal. Das ist okay. Yay. Sparen wir uns ein paar Meter. Ja, also prinzipiell würde auch nichts dagegen sprechen, wenn man jetzt hier ein paar Neutronensteine findet, die komplett zu nutzen. Also wenn man immer natürlich bis auf die Karte guckt, ist eher ja, dass man irgendwas übersieht. Okay, gut, das übersiehe ich eh insofern. Aber ob man was zusätzlich findet, das ist so, wäre das eigentlich eher richtig. Dass man auch die Idee kommt, ob man eventuell nicht zuerst der Abstecher beim Carrier mache, wenn man dann eventuell ein bisschen nachhole. Hier ist sonst nichts. Machen wir mal hier jetzt das mal angucken. Moment, müssen wir hin. Können wir direkt hinspringen, das ist hier vortrefflich. Dann hier ein bisschen rauszoomen. Ne, Carrier, der müssen wir noch gut Stück kommen lassen. Ich glaube, das machen wir auch gerade mal. Zack. So, wir wollen einfach nur nach vorne. Jetzt müssen wir mal gucken, hier bei 10,4 ungefähr bis 10,9. Da mal super rausgescrollt. So, gucken wir mal. Zurück. Ja, komm, einfach hier hin. Daume. Mit der Notiz hier. Okay, und dann können wir schon zum Rote Riese springen. Das ist ja super. Ich muss mal gucken, wie viele Rote Riese wir schon gefunden haben auf der Tour. Das dürfte schon ein paar sein. So, genau so muss das sein. Natürlich unentdeckt. So, nur 26 Sonnenradie. Nee, 29. was haben wir hier? Eine Höllenwelt, auch schon ein bisschen weiter weg. Und
da ist irgendwie nichts, wo wir jetzt landen können. Das ist alles ziemlich weit weg. Nee, da können wir dann, denke ich, mit gutem Gewissen weiter. So, genau, der hat schon. Guck mal, das sind wir auch schon gleich. Jo, das sind noch zwei Sprünge. Weil das ist jo vortrefflich. Das ist ja nicht schlecht. Eventuell können wir gerade hier noch ein bisschen Sprit mitnehmen. Also dort davor mag ich die Anaconda hier. Du kannst so schön am, da hast so großes Fuel Scoop dabei. Kannst so dicht am Stern vorbei, da bist du ziemlich schnell, hast du den Tank gefüllt und die Temperatur ist einfach noch okay. Das mag ich an den Dinger. Das ist echt praktisch. So, dann, ja, können wir. Ja, nur 8 Planete. Gucken wir mal. 11 Sterne, da könnte eventuell was für uns dabei sein. Hab ich ja bei meiner Katze gehört. Ja, ich habe sie gehört. Dann wisst ihr, was das bedeutet. Die müssten wir raus und da es gerade regnet, wird das bestimmt eine größere Operation. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Es ging besser als gedacht. Sie ist direkt zur Haustür gegangen, weil dort kann man in der Regel besser rausgehen, weil da ist noch so ein kleiner Bereich, der ist überdacht. Dann merkt es nicht so direkt nur vom Balkon. Du hörst es halt direkt, wenn irgendwie das Wasser irgendwo drauf plätschert. Das ist gar nicht gut. Also bei Regen die Haustür die sichere Alternative. Und dann ist sie jetzt draus. Ist hier immer so ein Drama mit Katze, wenn es rennt. Weil da ist hier immer das Herrchen dran schuld. Immer. Der könnt ihr machen, dass es so führt. So, Wasserwelt und was terraformierbar sogar und was normales terraformierbares. Da 3 und 4. Das ist natürlich mit da kommen wir Mars mal anders rum. Wir wollen nämlich noch zu dem B-Stern heute. Genau, wenn man jetzt da auf dem Weg sind, dann könnten wir. Moment, wir machen das mal. So. Wir gucken uns mal im Codex um kurz, wie das jetzt hier ausschaut. Nicht nochmal Expans. So. Okay, gut. Hier haben wir noch nicht so viel gefunden. Da ist noch. Ich hoffe, dass uns hier mal das Click Hold ist. Ansonsten dann eh noch kein Herbig. Das kriegen wir auf jeden Fall noch. Ohne Herbig fliege ich nicht raus. Stumm? C, ja, die sind selten. CN, war auch schon angemie. CJ, ich hab die überhaupt schon mal in der. MS, die könnte man aber finden. Ich habe noch hier schon eine S gefunden. Ja. Ah, S, genau. Ja, ja, okay. Deshalb hier auch bestätigt. Wolfraje noch gar nicht. Weiße Zwerge. Uns fehlen noch 3. DBV, DBZ.
Also wie der Fernsehsender, oder? Hier ist doch auch DATS, oder? Das Sportdings, du. DATS, DBV, DBZ. Hm. Jo, okay. So, mal schnell mal auf die Karte, weil so weit ist der Weg hier nicht. Und wir kommen gerade rechtzeitig. DATS und DB. DB mit, zwei, mit drei Buchstaben. Ja, zumindest haben wir bei der Weiße Zwerge schon ein paar aufgefüllt. Und die andere finden wir. Ja, zumindest zwei Sorte davon sollte man noch finden. Ach, bei der N, die so ganz selten ist, bin ich mal nicht sicher. Das ist immer so. Gehört viel Glück dazu. Drei wollte man. Aber ich glaube, da können wir es auch noch mal kurz im Codex ein bisschen genauer gucken. So. Okay, gut. DATS, DBV, DBZ. Jo, DB mit drei Buchstaben, das ist okay. Und die DATS. Das haben wir schon, das haben wir Wolfram noch gar nicht, aber da habe ich ein paar markiert. Ob die jetzt halt schon entdeckt sind, das weiß ich nicht. Das da haben wir, das ist gut. Das da, ist Glückssache. MS müsste man eigentlich finden. Das dürfte kein Problem sein. Das da finden wir bestimmt auch. Ja, okay, hier wird es halt wieder Überriese der Spektralklasse K. Ich würde mich so freuen. Ja, okay, gut. Oh. Okay, den muss ich dann schon mal bei der letzten Tour gefunden haben. Das heißt, hier sind wir komplett. Das ist interessant. Und hier, ja okay. Das hier wieder mit der Terraformierbare, ob es die überhaupt noch gibt, ist die andere Sache. Terraformierbarer Felsplanet, der ist auch irgendwie selten. Ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich den irgendwo schon mal habe. Also so aktiv wäre mir das nicht aufgefallen, dass hier mal alles ausgefüllt war. Hm. Die Dinger, mal gucken, der auch von mir was jetzt so aus. Ja, okay, das ist 475. Heieieiei, gibt's nicht. So, das sind wir auch schon gleich. Das ist gut. Moment, wir sind momentan noch auf der 1000er Ebene. Ja, so grob minus 1079. Ja, da gucken wir noch ein paar weiße Zwerge. Gucken wir noch mal. Ja. Also hier in der Gegend, bevor wir. Wir wollen gleich irgendwie nach oben. Oder müssen. Muss ich mal gucken. Wir kommen auf jeden Fall noch einmal runter auf die Ebene. Also so auf die 1000, das ist keine Frage. Also irgendein anderer Bereich von dem Sektor halt, also von der galaktischen Region, besser gesagt. Da findet sich noch einiges. Wie gesagt, Wolfraye sind, glaube ich, ein paar markiert, aber ich habe so ein Gefühl, dass die schon entdeckt sind. Oh, das ist die Wasserwelt übrigens mit 75 Grad. Das ist ein bisschen warm. Du könntest schon so mancher grüner Tee ziehen oder so. Also kippen wir mal ein paar Ladungen vom T9 mit grünem Tee drin. Und dann können wir schön langer Strohhalm runter oder so.
Ach ne, den müssen wir irgendwie da rausfischen. Der darf hier nicht zu lang ziehen. Wie machen wir das? Da müssen wir eine Lösung finden. So, das ist auch eins von deinen Systemen mit dieser Erkennung hier. Leider nur B-Stern. Das heißt leider, wir gucken einfach mal, wie groß der ist. Mich jetzt nur interessiere, deshalb habe ich sie auch markiert. Wobei ich jetzt auch ausgehen, dass die allein schon, wie das System halt herrscht, dass die schon entdeckt sind. Gehen schwer davon aus. Jo, guck mal. Oh, hier ist einiges an Tetori stand wahrscheinlich drin. Hier, gucken sie erst mal, was wir hier scannen können. Ja, da muss ich immer die Tetori finden und dann dort in der Nähe umkreist dann in der typisch. So, jetzt lass uns mal gucken. Und zwar ein B-Stern Elusive Recon. Nur 5 Sonnenmaus, ist ein bisschen arm. Mhm. Oh, Metallheilige Welt. 3,99 G. Nicht schlecht. Dann landen wir aber nicht, weil es den nicht von uns entdeckt. Klasse 4 Gasriese, Klasse 3. Aber mir könnte unser Name. Könnte man durchlassen. Da hätte ich Lust drauf. So machen wir das. So, dann können wir hier schon mal das Ding wegmachen. Na komm, hier gucken wir ganz schnell. Neutronensterne sind in der Nähe. Das ist schon mal sehr nice. Sprich, da könnte man uns eigentlich ein bisschen Schwung holen für zum nächsten Ziel. Die, oh, Moment. DA, was bist du? Ah, nur Tetori. Was? What the f. Achso, ja, wir haben ja unser Carrier losgeschickt. Logisch. Noch haben wir ein bisschen. DCV, denn könnte man auch noch mitnehmen. Haben wir zwar schon, aber die sind auch nicht so häufig. Den würde ich dann doch schon gerne mitnehmen. Wie gesagt, unten ist ja genug. So, Moment. Ist ja schon. Ja, okay, gut. Das passt. 200. Oh, das ist super. Da können wir gerade einen Neutronenstern dorthin nehmen. Aufladung, das ist so, beziehungsweise mache ich danach die Aufnahme, weil wir haben schon wieder unsere Zeit, aber den Planet scannen wir noch schnell. Genau, dann fliegen wir noch zu diesem weißen Zwerg, wo ich markiert habe, dann ziehe ich mal dort nochmal eine Drohnensternladung und dann geht es ein bisschen nach oben, die andere Bookmarks so in der Nähe hole. Und dann eventuell, wenn die Carrier schon so weit ist, könnte ich mir vorstellen, eventuell zum Carrier zu fliehen. Denn das mal halt die Daten muss ich sichern. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Und dann müssten wir halt mal gucken, was für ein Schiff mal schnappe, weil mir einiges an Weg zurückzulegen. Dass man eventuell auf der Anaconda bleibe oder zumindest wieder auf die Asp wechsle. Also zumindest ein Schiff hole, das ordentlich Power hat. Damit das ein bisschen nicht so lang dauert.
So, warte mal, hier können wir am besten. Machen wir am besten so, das müsste reichen. Jo, super. Gut, dann würde ich doch fast sagen, wir haben es für heute. Guck mal, nicht schlecht. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, wo wir dann sind. Und jo, euch noch eine schöne Woche. Bis dahin dann. Bye, bye.